So, Freunde, ich habe mir das Kensho Deluxe Paket bestellt. Es ist auch schon angekommen, also wirklich die Lieferung war ja so schnell. Ich habe es gestern bestellt und vorgestern ist es schon angekommen. Und ich weiß gar nicht so genau, was da drin ist, weil das ist eigentlich eine Überraschungsbox oder so, wurde mir gesagt. Mir wurde nur erzählt, dass da einfach Sachen drin sind, die das Kensho so repräsentiert oder so zeigt. Und ja, ich würde sagen, wir gucken da erstmal rein und testen die ganzen Sachen dann zusammen aus. In der Hoffnung, dass es richtig cool wird. So, erstmal auf den Rummel. Das geht schon von alleine auf. Ah, hier sieht man schon, ist schön gepackt. Die wichtigsten Vorbereitungen, ohne die man keinesfalls starten sollte. Ah, ich glaube, das ist einfach nach so Kategorien eingeteilt. Also, ich glaube, ihr seht das nicht. Ich glaube, das ist so ein Zauberkarton. Hier ist echt viel drin. Egal, dazu kommen wir später. Ich glaube, das ist einfach nach Kategorien eingeteilt. Je tiefer man kommt, desto eine andere Kategorie kommt das. Und jetzt beginnen wir mit der Vorbereitung. So, wir fangen jetzt hier mit den Vorbereitungen an. Und zwar mit dem Wichtigsten zuerst. Irgendwie ist der Kamerawinkel falsch, stelle ich gerade fest. Das sollte eigentlich ein bisschen weiter in die Richtung sein. Aber nicht schlimm, wir haben hier als erstes schon mal Brokkoli, wer hätte es gedacht. Falls ihr mir nicht glaubt, ich probiere das mal schon mal. Ja, ist in der Tat Brokkoli. Am besten nehmt ihr so 5-6 Bissen davon. Dann könnt ihr gut gestärkt sein. Also kommt drauf an, wie viel ihr abbeißt. Ihr dürft halt nicht zu viel essen. So, als nächstes müssen wir dann unsere Haare schön zusammen machen. Ja, ich habe es mit meiner Haarlänge ein bisschen leicht. Die mit kürzeren Haaren unter euch werden es vielleicht ein bisschen schwieriger haben mit Zöpfen und so. Aber ja, sitzt. So, und jetzt erstmal ein bisschen Platz schaffen. Brauchen wir natürlich noch was zum Trinken, damit wir nicht verdursten. So, ich habe jetzt hier schon mal eine professionelle Flasche. Aber da muss ja noch was rein. Dafür haben wir erstmal Wasser. Und damit das nicht so langweilig wird, haben wir noch eine Zitrone. Wer hätte es gedacht? Und zwar, stopp, ich hätte es beinahe vergessen. Im Chemieunterricht haben wir schließlich alle gelernt, Sicherheit geht vor. Falls jemand reagieren kann, erstmal eine Schutzbrille. Ne? Kann ja nicht schaden. So. Flasche aufdrehen, dann einfach schon mal ein bisschen Wasser reingeben. Am besten, ihr nehmt kein Sprudelwasser, weil das reagiert dann in eurem Körper auch, wenn ihr ein bisschen rumhüpft. So, Rindenfisch. Koordination üben wir nochmal. So, dann schneiden wir hier die Zitrone in, ja, viertelt die einfach mal. Ich habe jetzt nur eine halbe genommen. Ich bin ja auch nur eine halbe Portion. Ha. Aber das wollen wir ändern. So, die können wir jetzt einfach reintun. Zack. Ihr seht jetzt auch schon, hier schwimmt eins ab. Dann guckt ihr, dass es richtig zu ist. Und dann mir nicht besser ausmalen können. So, also als erstes müssen wir uns natürlich noch motivieren, bevor wir überhaupt mit irgendetwas anfangen. Und ich weiß nicht, Kevin hatte irgendwann mal sowas erzählt, man macht das mit so einer Gabel, dass man hier irgendwie rumsticht. Vertrauliche Quellen haben mir gesagt, dass man mir am besten keine Gabel in die Hand geben sollte, wenn ich mir damit in den Arm stechen möchte. Deshalb machen wir das am besten anders. So, um euch jetzt perfekt zu motivieren, gibt es eine einfache Übung. Und zwar, ihr dreht euch einmal so in die Richtung, dann einmal in die andere Richtung. Arm hoch, Arm runter, Fluglotsen nach links, Fluglotsen nach rechts. Und dann müsstet ihr perfekt motiviert sein. Alternativ, für die Leute, die es wirklich wissen wollen, gibt es auf YouTube noch den Kensho Club Tanz. Wenn man den macht, dann ist man so motiviert, dass man gar nicht mehr anders kann, als Sport zu machen. Übrigens werden Einsendungen vom Kensho Club Tanz sehr geschätzt. Deshalb, let's go. So, nachdem wir uns jetzt ausreichend motiviert haben, wird es Zeit zu gucken, was hier noch so alles drin ist. Und hier haben wir jetzt schon, aha, sieht ziemlich nach Karate aus. Hier steht auch schon,
der vermutlich erste und wichtigste Schritt, um ein guter Karateka zu werden. Ja, da werden wir mal sehen, was das wohl sein wird. Und wir sehen uns dann. Tada! Ich habe mich jetzt in Schale geworfen. Und ihr seht schon, alles perfekt. Nur irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin nicht so ganz flexibel, wenn ihr das seht. Irgendwie ist das nicht so ganz optimal, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe hier auch ein bisschen viel zugelegt. Deshalb, ich habe eine andere Idee. So, aber einen brauchen wir ganz bestimmt. So, ich habe mir jetzt den ausgesucht und ich zeige euch jetzt mal, wie man den überhaupt zubindet. Wäre ja blöd, wenn er unterwegs aufgeht und wir hinter unsere Hose verlieren oder das Oberteil aufgeht. So, das ist ein Gürtel, der hat zwei Enden, logisch, haha. So, ihr nehmt das eine und macht den Gürtel hinter euch und legt den hier an eure Hüfte ran. Dann wickelt ihr euch damit ein. Wie, als wollt ihr etwas zuschnüren. Macht das nicht zu feste, also so, dass ihr noch Luft bekommt. So, einmal rum und zack, hier habt ihr dann jemand das Ende. Jetzt kommt ein Trick. Ihr zieht das hier ein bisschen immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis das Ende an der Hüfte ist. So, und jetzt, ihr habt hier so verschiedene Schichten, weil ihr das ja mehrmals drum gewickelt habt. Jetzt nehmt ihr das andere Ende, das müsste jetzt hier hinten sein, das ihr eben am Anfang an eure Hüfte gelegt habt. Und zack, 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 zack. Hier ist es schon hier. Und jetzt guckt ihr, dass das ungefähr auf einer Länge ist. Hier. Dann nehmt ihr den unteren von den beiden Enden und wickelt das einmal hier komplett drum. Zack. Jetzt habt ihr das eingewickelt. Dann zieht ihr ein bisschen. Zack, 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 zack. Nicht zu feste. Dann macht ihr einfach noch einen normalen Knoten. Und zack. Jetzt sitzt das bombenfest. Ruckelt ihr noch ein bisschen gerade. Dann könnt ihr auf in den Kampf. Nachdem jetzt nochmal unser Wissen aufgefrischt wurde, wie man einen Karategürtel richtig bindet, können wir auch schon direkt weiter gucken, was hier noch so alles drin ist. Hier, zack. Jetzt ein überaus erfolgreiches Training auf der Powerplate. Ja, ich freue mich sehr. Mal gucken, was das so wird. Okay, also wir sind jetzt hier bei der Powerplate angekommen. Ich werde euch das Ganze jetzt demonstrieren. Hier ist das ganze Teil, aber bevor wir anfangen, Sicherheit geht natürlich vor. In jedem Fall, deshalb erstmal. Ach übrigens, falls ihr euch fragt, warum wir das im Dunkeln machen, das ist, weil mein Gleichgewicht ja so glänzend ist und damit man das noch besser sehen kann. Ja, wir besteigen das ganze Ding jetzt am besten erstmal. Ja, und eigentlich könnte es jetzt schon los. War es erstmal. Aber es kann sein, dass irgendwann vielleicht noch irgendwas in der Art kommt. Ich weiß es selbst nicht. Ja, bis dahin bleibt alle gesund und fröhlich und macht fleißig die Kenshu-Livestreams.